Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir sind immer noch hier auf dem Spielplatz, genau vor der Platte, vor den Slums von Sektor 7, wo die Platte eingestürzt ist. Und ja, wir müssen weiter hinein, und zwar hier rein in diesen Geheimgang, den uns mal Aeris gezeigt hat, ne? Lebenszeichen vom Kameraden, damit kann man zu Sektor 7 zurück, ne? Und ja, dann gucken wir mal, ob da die Leute noch überlebt haben, ne? Was weiß ich nicht, ich für sehr unwahrscheinlich halte, weil ich habe das Original gespielt und die sahen sehr tot aus. Also ja, aber okay, Barrett klammert sich noch immer an der Hoffnung, dass irgendwer überlebt hat. Also das habe ich mal. So, ich gehe noch mal ganz zur Sicherheit hier gucken, aber ich glaube, wir haben alles, ne? Das hatten wir, ne? Alles, das hatten wir. Viel Glück. Ja, hier ist der normale Itemladen. Guck mal hier mal. Oh, ich glaube, da war auch nichts, ne? Ja, das haben wir schon gekauft. Oh, dann gehen wir mal weiter und gucken, was uns jetzt erwartet. Und ja, in den Tunnel begeben. Ja. Dann lass mal sehen. So, wo landen wir jetzt wieder in der Kanalisation? Wahrscheinlich, ne? Avalanche. Modifikation zurücksetzen. Kampfbrüche. Ja. Riva, Levatan. Hey, Spoiler. Wie ja einfach da. Wenn du was steht die Kapitelauswahl zur Verfügung. Ah, da habe ich das wahrscheinlich irgendwann mal gelernt, ne? Ich denke mir schon die ganze Zeit, wo habe ich das nochmal herausgefunden? Habe ich mich schon mal gespoilert? Ich habe eigentlich noch nichts nachgeguckt, so im Internet, außer wie man diese eine Mission hier macht. Diese, man muss jemanden schocken und dabei irgendwie ein ATB aufladen oder so. Und ja, das hat mir auch nichts gemacht. Ab hier klettern wir hoch. Okay. Aber wir können sogar zurück, alles klar. Endlich wieder frische Luft. Ja. Verdammt. Warum musste das geschehen? Okay. Das ist der Tunnel, wodurch die Leute aus Sektor 7 hier hingekommen sind. Ich glaube ja, ne? Die alle evakuiert sind. Ja, wird es wahrscheinlich sein, ne? Ja, sie sind weg. Du hättest mich in den Trümmern zurücklassen sollen. Sag doch nicht sowas! Wir haben uns bisher immer irgendwie durchgeschlagen. Vielen Dank. Hier lag ich zur Sektor. Hast du recht. Da hinten ist noch was. Oder auch nicht. Das Haus war eine Bruchbude. Ist der Tunnel nur so kurz? Das war näher als vorhin. Hey! Ist da irgendjemand, der Hilfe braucht? Na, tatsächlich. Wir sind jetzt sogar hier wieder. Ja, hier sieht alles kaputt aus. Also dafür hat eine ganze Platte untergestürzt. Komm, jetzt sieht das noch relativ gut aus. Nicht aufgeben! Weiter! Das ist zu schwer. Wir helfen euch. Male, ihr seid es. Auf drei. Eins, zwei. Ein Glück. Vielen Dank. Zum Glück ist euch nichts passiert. Was habt ihr jetzt vor? Tja, wir werden sehen, wo wir helfen können. Habt ihr schon nach der Bar gesehen? Nein. Geht doch zuerst dorthin.
Ja, zuerst zur Bar. Und dann sehen wir weiter. Aber Vorsicht, es liegt überall Schutt rum. Also passt gut auf, wo ihr hintretet. Hey! Ist da jemand? Los, antwortet! Ich habe ein bisschen lauter gemacht, das schreibt er wieder so rum und erzeugt ein Echo in meiner Aufnahme. Meinem wahrscheinlich. Gesichtsausdruck entnehme ich, dass Marlene wohl auf ist. Ja, es hat dann Clouds Gesichtsausdruck erkannt. Der guckt da immer gleich. Oh, die ist voll sicher, Mann. Wir sind hier, um euch zu retten. Antwortet, wenn ihr uns hören könnt. Kommt mir vor wie so ein Filler irgendwie. Irgendwelche Überlebende? Irgendwie so hart Filler. Also tut das Spiel doch nicht. Ein bisschen sicher ziehen an einigen Stellen, war ja klar. Ja. Ach, da ist die Bar, okay. Tiefer. Scheiße! Die gehört Wedge? Was? Hinterher. Ja, bring uns zu seiner Leiche. Mir ist aufgefallen, wir haben irgendwie nie diesen Bereich unter der Bar gesehen, wo die mal ihre Meetings hatten. Das hat man nämlich im Original auch sehen können. Zwei. Ja, diese eine Szene, wo weiß ich nicht, Barrett irgendwie Big Sear gegen die Wand geklatscht hat, gegen die Kamera. Den einfach ein Uppercut gegeben, der ist dann gegen die Kamera nach oben geflogen. Ist das hier Wedges zu Hause? Ja. Na Gott. Das ist das Gefühl, der hat überlebt, wenn hier unten so ein Tunnel ist. Ja, jetzt kann ich. Hey! Schon unterwegs! Nur noch einen Moment! Ist jetzt hier unten zu so einem Katzensiedler geworden. Hier stinkt's nach Shinra. Für dich riecht doch alles nach Shinra. Wedge? Wedge? Ja, er hört sich jetzt auch nicht in die End. Ach, da. Ausgerechnet jetzt! Was? Barrett? Cloud! Antwortet mir, wenn ihr mich hört! Hey! Wenn während der Steuerung von Barrett ein Fahrenkreuz angewendet wird, gibt es in der Umgebung ein Hindernis, das zerstört werden kann. Visiere die Hindernis an, um eine Zielmarkierung anzeigen zu lassen. Hat Barrett den Lacken, kann er das Hindernis nicht zerstören. Wechsel in dem Fall die Waffe. Wenn es keinen Weg gibt, dann schaffe ich mir einen. Ha! Extra Barrett steuern, weil der so lange weg war, nehme ich an. Ne? Also denke ich mir jetzt mal. Auch nichts Neues, ne? Da sieht es denn aus, wenn du dich hinstellst. Hier gibt es aber Monster dann, wenn ich mich ja heilen kann, ne? Ja, ich tue alles so nach und nach.
irgendwie zusammen puzzeln. Ja, toll, ihr seid Viecher, die ich noch nicht kenne. So, dann tun wir mal Analyse kurz wechseln. Und zwar für Chakra und Feindes kennen wir dich auch gerne drin. Da finde ich noch Gegner, von denen ich mal lernen kann. Ne? Und ich habe da verpasst. Oh, der hat die. Oh, cool. Ne? Egal. Kann einfach alles abballern hier. Da oben die Treppen. Nimm das Kisten. Ah. Nö. Euch habe ich doch schon mal gesehen. Ja, es kommt natürlich wieder bekannt, ist klar. So, maximale Wut. Ich habe noch mal im Menü angeguckt. Ich glaube, der wandelt seine ATB Balken in Schaden um. Je mehr ATB ich habe, desto mehr Schaden mache ich. Fällt mir außerdem noch ein. Nach dem vielleicht Vita oder irgendwie sowas geben. So, 700, alles klar. Okay, Barret hat eine Menge HP, also so schnell wird er schon nicht drauf gehen. Jetzt hat Barret endlich seinen Solo-Film bekommen. Hasta la vista, Shinra. Okay. So, boah, gibt mir noch nicht so viele. Ihr wisst, ich muss ja alle kaputt machen. Ich würde übrigens automatisch da hochschießen. Ich kann da nicht wirklich zielen oder so. So, Analyse, weil euch habe ich noch nicht, ne? Ja. So. Mal mit der maximalen Wut hier auch. Schnell wie möglich weg, wenn ich mir nicht später darum Gedanken machen muss. Und ja, aber ist ja irgendwie klar, jetzt da wir ihn so lange nicht gesteuert haben, ist das, weil er irgendwie im Moment bekommen, wo wir den nur steuern können. Ne? Boah, gibt mir da nicht so viel von dem, ja. Da kann ich damit zielen. Irgendwie automatisch ziehen, habe ich das Gefühl. Ja, sowieso nichts Besonderes drin, ne? So super Tränke, Echo-Schirme bisher. So, wo muss ich lang? Ich muss. Gott, das sieht nur so weit aus. Ich dachte, jetzt ist das Gewehr, weil der hat ein bisschen langsamer schießen, weil irgendwie aussieht, als würde irgendwie, weiß ich nicht, so eine dicke Kanonenkugel oder so damit abschießen. Wie haben die den Bau hier unten geheim gehalten? Okay, bin ich hier schon richtig? Ich nehme es mit allem und jedem hier auf. Gott, ich kann mal zwei Dinge aufladen. So, maximale Wut. Gott, Alter, habe ich den gerade in die Luft jongliert, indem ich den die ganze Zeit abgeschossen habe. Und jetzt kommen wir. Ich hab den nicht. So, jetzt kommen wir. Maximale Wut. Fertigkeit, maximale Mut wurde gelernt.
Auch nicht schlecht. So, ich habe so Gefühl, ich bin hier schon richtig. Deswegen gehe ich mal zurück. Und mach das Ding kaputt. Ich habe gelogen. Eigentlich will ich nur Sachen kaputt machen. Weil ich liebe Sachen kaputt zu machen. Aha. Pff. Mach das Kackding auf. Okay. Aber ihr werdet ganz schön oft geflucht, ne? Aber ich sag, ich habe mir erst so gedacht, wenn Sid irgendwo hier auftauchen würde in, weiß ich nicht, Final Fantasy 7 Remake Part 2 oder so, dann wird das ein bisschen schwierig, weil er hat die ganze Zeit nur geflucht. Ja, fluchen war auch voll witzig im Original. Das ist einfach nur so, jedes Mal, wenn ein Schimpfwort gesagt worden ist, irgendwie hast du immer so zufällige Zeichen, so Tic-Tac-Toe-Zeichen, Fragezeichen, Schrägstrich und so. Also immer, weiß ich nicht, einfach nur so random Zeichen gehabt, wenn jemand geflucht hat, aber irgendwie witzig. Ja, ich glaube, Sid hat gute Chancen, ja, sein fluchendes, typisches Ich zu sein. Wenn Barrett hier schon, weiß ich nicht. So. Oh Gott. Maximal Wut. Oh, ganz schön Schaden, ey. Subfeeder, was für ein Ding. Subfeeder, Peitsche, ist ein feines Können. Ist eigentlich feines Können angelistet. Wäre eigentlich gut, wenn ich das einsetze, ne? Bringt halt den Schaden. In die Fresse. So, ich weiß immer noch nicht, wie ich das mit den 200 Dingern schaffen soll. 200 bringen, ja. Also Schockleiste. Weil dafür ist die Schockleiste irgendwie viel zu schnell wieder weg. Ja, irgendwie muss es ja möglich sein, ne? Irgendwann. Und die Belohnung scheint irgendwie ein Schwert zu sein. Das hört sich an wie so ein Schwert. Hat irgendwie so einen komischen Namen. Ja, Uke Nagashi. Das hört sich irgendwie an, als könnte das eine Waffe sein. Und weiß nicht, ich tendiere zu Schwert. Weil das wäre ein etwas komischer Name für, weiß ich nicht, Handschuhe oder ein Gewehr oder was weiß ich. Na, allgemein gespannt, was die stärksten Waffen hier sein werden in dem Spiel. Da können ja unmöglich hier, weiß ich nicht, Waffen aus dem Dings sein. Heilendes Halsband, das haben wir noch nicht. Ich meine, da können ja unmöglich die gleichen ultimativen Waffen sein wie im Original. Also hat Ultima Schwert für Cloud, siebter Himmel für Tiefer. Entwicklung von heilenden Aktionen. Jetzt brauche ich das noch nicht. Barrett hatte, glaube ich, so einen Satellitenlaser als ultimative Waffe, glaube ich. Irgendwie so was, weiß ich gar nicht. Ja, wäre ein bisschen blöd, wenn wir die jetzt hier bekommen würden und dann, weiß ich nicht, kommt der zweite Teil raus. Auf einmal, weiß ich nicht, finden wir die noch mal oder so, oder verhalten die sogar. Ich weiß nicht, ob der Spielstand irgendwie übertragen werden kann oder irgendwie so was, ob das irgendwann so eine Funktion sein wird. Meine Tales of Spiele macht das auch. Also, was weiß ich nicht, Spielstände vom anderen Tales of Time, und dann hast du irgendwie so Bonusse, die du irgendwie übernehmen kannst. Das sind meistens zwar nur so Kostüme oder irgendwie sowas. Also Accessoires, aber es gibt es jedenfalls. Ins Gesicht. Boah. Einfach kaputt machen. Nimm das Ventilator. Ventilator, ich töte dich.
Ja, das ist irgendwie sehr simpel gestrickt. Entweder alles kaputt machen oder Shinrad irgendwas hier verantwortlich machen. Keine taktischen Informationen hat. Autsch. Nachladen. Noch ehrlich. Ich werde sie mit Stumpf und Stiel ausrotten. Also wenn ihr schon Mokri mit einem irgendwo schlecht sein können, dann mache ich auf jeden Fall noch mal kaputt. Ey. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwann noch mal irgendwann brauche, aber kann ja den Schaden nicht sammeln, ne? Tifa! Hey Tifa! Alles okay? Was soll ich sagen, dass ich nicht alle kaputt machen kann? Das ist doch kein Ende. Ach komm, wenn wir lange genug drauf schießen, dann gehen die schon kaputt oder auch nicht. Halt ein, Tifa. Das Ding irgendwie kaputt machen. Ach da. Mein Gott. Was? Ich habe nur zwei von den Viechern irgendwie bannen gesehen. Sah jetzt irgendwie nicht so aus, als hätte ich da irgendwie alle getroffen oder so. Dieses Rumgeballer hätte, glaube ich, schon viel früher irgendwie hilfreich sein können, finde ich. Ja, gut, dass ich mehrere treffen kann. Bist du verletzt? Nein, keine Sorge. Okay, dann auf zu Wedge. Schnell. Ja, er ist doch schon tot. So, ich dachte, ich könnte das Ding irgendwie unterpacken, unterstellen. Tiefer, du hast noch halbwegs Eis, ne? Heilen, stehlen. Das heißt, ich kann heilen eigentlich aus ihm rausnehmen. Und was habe ich hier noch mal gegeben? Meister der Gegenstände. Das hat sie. Also was hier? Glücksboost. Er ist bestimmt gut hier. Ich meine, je mehr Treffer ich mit ihm mache, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Glück zu einen kritischen Treffer zu machen, ne? Mit Glück. Also einfach Glück macht in dem Spiel, oder? Glaube ich. So. Ventilator, ich töte dich. Ich wollte alles ja kaputt machen. Nein, aber ich will es. Oh. Okay. Hast du dich etwa die ganze Zeit so vorwärts gekämpft? Klar. Wieso? Okay. So. Oh. Da bist du platt, was? In die Fräse. Serie heilen hat die nächste Stufe erreicht.
So, komme ich da rein. Ja, einfach aufballern, ja. So, komm her. Instant Frost habe ich schon. Gib mir was Neues. Das nehme ich nicht an. So, Messen Heilung ist hochgelevelt. Tiefart ja nur Heilung. So, 450. Frost habe ich wortwörtlich schon ausgerüstet. So, da sehe ich eine Truhe auf der linken Seite. Dann schnappen wir die uns mal. Und noch alle frisch, ja. Schaden bekommen wir irgendwie nicht hier. Wenn mich vielleicht mal umsehen, da gibt es irgendwie was in der Decke oder so, was ich abschießen muss und nicht verpasst hat. Das wäre ja voll dämlich. So. Nur so eine Frage. Nee. Schade. Bestimmt aber irgendwo im Moment, wo wir tiefer spielen können, oder? Da hatten wir schon mal. Aeris haben wir auch schon mal gespielt, einigen Stellen. Auch blaue Materie. Einfach ballern. Widerstand. Hat man den schon? Kann man schon denken, was das ist, ne? Verbindest du mit irgendwas? Ja. Ach nee, das ging Zustandsveränderungen. Okay. Ich wollte schon sagen, weil das hier ist ja auch ein Ding, ne? Und das macht ja irgendwie das gleiche. Aber nee, das ging Zustand, nicht gegen Elementar. So wie das andere. So, okay. Na, dann war hoch. Das ist eine Treppe, wird eine Leiter. Mein Gott. Außerdem, wenn du dich jetzt noch an Stufen ja beschwerst, dann wird dir wahrscheinlich zukünftiger Part nicht so gut gefallen. Ah. Oh Gott. Reduziert. Blitz, hat jemand Blitz? Ne, du hast Bio. Biora, okay. Ist auch neu. Okay, maximale Wut. So, Dreck. Nicht bewegen. Jetzt mach mal mehr Schaden gegen das Teil. Also irgendwann was hier. Oh Gott. Ah, oh, stumm, ehrlich. Okay, ich verstehe mal, wir haben ein paar bekommen, ne? Ja. Ins Gesicht. Ah, oh, du hast dich jetzt bewegt. War daneben. Ja, super. Geil. Oh mein Gott. So, oh, was? 190 war da gerade. Ah, okay. Da war nah dran. An 200. Ich weiß auch, wie ich das gemacht habe. Einfach eine Fesselung gemacht. Was, wenn ich jetzt noch 2 Stufen in Festung gehabt hätte, dann hätte das schon geklappt. Dreck. So. Okay, ich weiß, wie ich das erreiche dann. Dann werde ich nicht mehr in diesem Kampf schaffen.
Selbst wenn ich den noch zu Schock kriege, ja. Wird dann wahrscheinlich sterben durch meine Angriffe. Oh, was war das für ein Angriff? Cool. Drecken. Dreck. Ich hatte es fast. Los, noch so ein Viech bitte. Wenn noch so ein Viech kommt, dann schaffen wir das. Okay. Gut, ich würde sagen, das war's aber für diese Folge, ne? In der nächsten Folge machen wir dann weiter und gucken uns hier in diesem Shinra Trainingsgelände weiter um und ja. Ah, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir halt mit den 200% beim nächsten Mal, wenn wir noch mal so ein Viech bekämpfen, auch bitte. Noch so ein Viech bitte, okay, dann werden wir es schaffen. Alles klar, ich bedanke mich dann als Zuschauer. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und sonst bald ins Gesicht. Boom. Ja. Tschüss.